Das bringt uns jetzt zum Tagesordnungspunkt 39, Bestätigung der Vision und der Handlungsfelder der Tourismusstrategie für die Landeshauptstadt Dresden und Umsetzung der Maßnahmen. Wir steigen hier ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die CDU-Fraktion. Herr Kaden. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie schafft man jetzt den Bogen vom Ankreuzen auf dem Wahlzettel hin zum Tourismus? Vielleicht, der eine sagt gar nicht, schmeißt die Flinte schon ins Korn, Herr Lichti, lassen Sie uns probieren. Sie können ja dann auch noch sprechen zum Thema. Die Stadtverwaltung hat uns eine Tourismusstrategie vorgelegt. Wir haben sie in den Ausschüssen diskutiert, sowohl im Kulturausschuss als auch im Ausschuss für Wirtschaftsförderung. Ich denke, das war eine erfrischende Debatte. Wir werden dieser Tourismusstrategie zustimmen und halten das prinzipiell für ein gutes Ansinnen, erstmalig eine derartige Strategie vorzulegen. Machen wir uns eins bewusst, bis zu der Zeit, als Corona uns ereilte, waren wir es gewohnt, mit steigenden Kennzahlen hier in der Stadt im Bereich des Tourismus umzugehen. Das war sehr schön. Wir hatten einen wachsenden Markt. Wir haben aktuell 4/5 Gäste aus dem deutschsprachigen Raum, leider immer noch zu wenig ausländische Gäste. Und wir stehen im Wettbewerb mit anderen Städten. Das vielleicht soweit zur Ausgangssituation. Und ich denke, es ist sinnvoll und auch angezeigt, mal innezuhalten, sich die Frage zu stellen, sind wir da eigentlich im Tourismus auf dem richtigen Gleis unterwegs, haben wir uns möglicherweise verirrt oder sind die Dinge, die wir tun, schon alle ganz wunderbar? Und ich denke, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Und deshalb war es richtig, hier auch Partner ins Boot zu holen, denn Tourismus ist eine Querschnittsaufgabe, die man als Landeshauptstadt natürlich nicht alleine stemmt, sondern da braucht es die Politik, da braucht es die Stadtverwaltung, da braucht es die Dresden Marketing GmbH, die Verbände, die Unternehmen aus der Tourismusbranche als Ideengeber und letzten Endes auch als Stakeholder. Und es ist hier eine Vision formuliert in der Tourismusstrategie, auf die ich vielleicht ganz kurz eingehen will. Da geht es um die international strahlende Kultur- und Wissenschafts- und Wirtschaftsdestination, die wir im Jahr 2030 sein wollen, und zwar zwischen Prag, Berlin und Breslau, wobei wir das eigentlich heute schon sind, aber ich entnehme dem Ganzen, dass wir das fortschreiben wollen. Wir wollen eine Landeshauptstadt, die eine wachsende Stadt ist, eine grüne Stadt, die Gäste und Bürger willkommen heißt, und wir wollen Offenheit, Gastfreundschaft, Respekt und Generationen und Nationalitäten zusammenführen. Das sind erstmal so drei grundsätzliche Ziele, die wir natürlich teilen. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass wir noch ein paar mehr Dinge uns vornehmen, also zum Beispiel die konkrete Fragestellung, wollen wir denn, dass sich der Tourismus in unserer Stadt nach vorne entwickelt, also wollen wir da wachsen oder ist es unser Ziel, den aktuellen Stand, ich sag mal, zu verwalten und dafür zu sorgen, dass es nicht zurückgeht. Die Frage, die sich für mich stellt, was sind eigentlich relevante Kennzahlen, die wir erreichen wollen, also Tagesgäste, Übernachtungsgäste, wollen wir da wachsen? Das ist leider so nicht in der Studie oder in dem Konzept, in der Vision definiert. Und auch fehlt mir noch zu stark oder fehlt mir relativ stark die Zusammenarbeit mit dem Umland, die ich persönlich immer wieder als ganz wesentlich nach vorn stellen möchte, weil wir Tourismus immer in der Region und nicht nur als Stadt allein denken müssen. Es sind dann 5 Handlungsfelder abgeleitet, die wir teilen: Imageaufbau, Internationalisierung, Nachhaltigkeit, Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, Digitalisierung im Tourismus, ganz wichtiges Thema, und natürlich die Vernetzung der Akteure. Und da klingt es vielleicht so ein bisschen an, da sehe ich auch das Thema Vernetzung mit dem Umland als einen Aspekt, der dort genannt wird. Sie finden dann in dem Konzept noch ein ganzes großes Bündel an Maßnahmen, die jetzt alle aufzuzählen, führt natürlich zu weit. Wir haben uns dort im Wirtschaftsförderungsausschuss mit dem Oberbürgermeister insoweit verabredet, als dass wir
dieses Maßnahmenbündel und die vielen Einzelmaßnahmen als Möglichkeiten betrachten, die wir natürlich auch unter den Rahmenbedingungen, die uns der städtische Haushalt gibt, am Ende umsetzen wollen. Da werden sicherlich nicht alle umsetzbar sein, aber dafür gibt es weitere Gremien wie den Ausschuss für Wirtschaftsförderung, den Kulturausschuss und auch den Aufsichtsrat der DMG, wo wir dann noch immer wieder in die Überprüfung der Maßnahmen einsteigen können und das ganze Thema nach vorn treiben können. Wir werden das unterstützen, halten das für ein gutes Konzept, was uns sicherlich weiterhelfen wird. Allerdings müssen wir auch dranbleiben, die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen und sicherlich auch in der Zukunft immer schauen, dass wir auch korrigieren und das Ganze in die richtige Richtung bringen. Vielen Dank. Wird Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht? Nein. Dann SPD das Wort gewünscht? Nein. FDP das Wort gewünscht? Nein. Dissidenten, Herr Aschenbach. Bestätigung der Vision und der Handlungsfelder der Tourismusstrategie für die Landeshauptstadt Dresden und Umsetzung der Maßnahmen. Ich will mir jeden Spott über das gehaltsleere Blabla von Nachhaltigkeit und europäischen Herzen sparen und nur möglichst kurz wiedergeben, worüber wir hier abstimmen. Die Dresden Marketing GmbH, DMG, bisher bekannt für piefige Werbung für eine piefige Stadt, soll zukünftig Funktionen des Tourismusverbands übernehmen. Der Tourismusverband, ich zitiere, organisiert Fort- und Weiterbildungen, Workshops, Tagungen und Kongresse. Und genau das soll jetzt die DMG machen. Kann man gut finden, aber ich denke, dass Branchen, die ausschließlich gewinnorientiert arbeiten, ihre Interessenverbände durchaus selbst finanzieren sollten. Alles andere wäre doch Sozialismus. Wird AfD das Wort gewünscht? Nein. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filosine. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen und falls uns noch jemand zuschaut, liebe Menschen im Livestream. Ich bin froh, dass uns dieses Konzept vorgelegt wurde, auch wenn natürlich auch ich da im Detail zum Teil vielleicht auch eine andere Meinung habe oder Verbesserungsvorschläge hätte. Aber es sind erstmal ganz wesentliche Punkte benannt. Das eine ist, dass man Tourismus als eine ganzheitliche, in einer ganzheitlichen Weise betrachten sollte. Das passiert hier. Wir sind ein Standort, bei dem nicht nur Kultur und Landschaft, sondern eben auch Wissenschaft und Forschung und die Wirtschaft eine Rolle spielen. Und wenn man diese Akteure auch im Fokus hat, dann sind die Maßnahmen, die hier wie Offenheit, Gastfreundschaft, Internationalität als Punkte, wohin wir uns noch wesentlich mehr entwickeln sollten, sicherlich wesentliche Kriterien. Ich sage mal, beim Thema Marketing und wie weltoffen und wie international und ist diese Stadt, hoffe ich jetzt gerade mal, dass gestern nicht zufällig sich jemand in die aktuelle 10 Minuten der AfD eingeschaltet hat, da konnte man das Gegenteil hören. Herr Aschenbach hat zwar gesagt, das wäre irgendwie, er kann das nicht mehr hören, das Wort Nachhaltigkeit, aber wenn man sich mit dem nachhaltigen Tourismus, da gibt es ja ein extra Konzept und wir haben als Grüne da ja auch mal einen großen Workshop veranstaltet. Das heißt mehr Regionalität, mehr auch weg von der Zentrierung nur auf die Innenstadt, mehr Ökologie, eben auch mehr für den nicht klassischen Tourismus. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass das weiter verfolgt wird. Und ja, da
knüpfe ich vielleicht ein bisschen an das an, was Herr Kaden gesagt hat. Ich sitze ja auch im Aufsichtsrat der DMG. Das ist da ein bisschen ein Streitpunkt. Ich sage mal, Dresden-Elbland funktioniert irgendwie ganz gut als Marke, aber kein Schwein, sage ich jetzt mal wirklich so, außerhalb von Dresden kapiert, dass Dresden-Elbland nur Richtung Meißen geht und dass die ganze sächsische Schweiz, wo ja nun die Elbe bekanntlich auch fließt, gar nicht mit beinhaltet ist. Und das ist schon was, das vermute ich auch, hat Herr Kaden mit der stärkeren Einbeziehung auch der Region gemeint. Da müssen wir mehr Anstrengungen machen, dass wir auch in diese Richtung, also wirklich geografische Richtung, Richtung sächsische Schweiz, was ja nun auch wirklich ein ganz wichtiger Anziehungspunkt für Gäste ist, die nach Dresden kommen oder nach Sachsen kommen, dass wir das stärker mit einbeziehen. Es werden Dinge benannt, für die wir jetzt leider, muss ich sagen, nur indirekt was tun können. Wir können nur immer wieder als Dresden da auch an den entsprechenden Stellen nachschieben und den Leuten nochmal wirklich die Bedeutung auch vor Augen führen. Das ist das Thema Anbindung. Also nach wie vor ist die Anbindung an Dresden auch gerade mit der Eisenbahn sehr bescheiden. Es gibt ganz wenige Strecken, wo das wirklich funktioniert, aber es gibt eben auch ganz viele, wo das gar nicht funktioniert. Und das ist schon was, aber das kann man nur in einer konzertierten Aktion mit Land und Bund machen. Und ich bin selber sehr gespannt, wann bestimmte Strecken, die uns schon seit gefühlt Jahrzehnten versprochen werden, endlich modernisiert werden und schneller. Ja, insgesamt muss ich sagen, dass die richtigen Ansätze hier drin sind. Es ist natürlich ein Papier mit sehr viel Inhalt, sehr vielen Maßnahmen, die vorgeschlagen werden. Es wird jetzt unsere Aufgabe sein, in der nächsten Zeit zu schauen, was davon umgesetzt werden kann. Aber ich finde, diese Schwerpunkte, die gesetzt werden und auch, das ist vielleicht mein abschließendes Wort, dass ebenfalls ein Blick auf die Einwohnerinnen von Dresden mitgesetzt wird, dass eigentlich auch durch einen guten, nachhaltigen Tourismus die Aufenthaltsqualität auch für die eigene Bevölkerung höher wird. Das ist auch ein Aspekt, der hier beleuchtet wird. Und ich denke, das ist alles die richtige Richtung. Wie es dann umgesetzt wird, werden wir sehen. Und wir sind dazu da, wie wir hier sitzen, um das mit zu kontrollieren. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde, Fraktion Die Linke, Frau Apel. Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Zuhörerinnen. Ja, die Überschrift dieser Verwaltungsvorlage hört sich ganz groß an. Bestätigung der Vision und der Handlungsfelder der Tourismusstrategie der Landeshauptstadt Dresden und Umsetzung der Maßnahmen. Und es ist interessant, dass jetzt Herr Kaden sich Wichtiges herausnimmt, Frau Filius Jene und wir Linke zum Beispiel ein bisschen eine andere Schwerpunktsetzung haben und auch dort richtige Dinge finden und jeder von uns dadurch zustimmen kann. Im Moment habe ich natürlich das Gefühl, Herr Kaden, ich möchte keinen Wachstum des Tourismus. Wenn ich hier in das Zentrum der Stadt komme oder in der Linie 3 sitze, zum Bahnhof Neustadt vorbei und die betrunkenen Massen, die zum Bahnhof fahren und dann Dresden wieder verlassen nach dem Weihnachtsmarkt. Aber sei es gut, so ist es nun mal in dieser Weihnachtszeit. Wir sind ja Weihnachtsmarkt Hauptstadt und deswegen besuchen uns so viele. Seit 2021 arbeitet der Geschäftsbereich Kultur und Tourismus an dieser Vorlage. Wir als Stadtrat haben den Auftrag dazu gegeben. Und immerhin, trotz Corona-Zeit und sehr schwierigen Zusammenkommen mit den verschiedenen Akteuren, ist es gelungen, jetzt
ein Maßnahmenpaket vorzulegen. Es wurde tatsächlich mit vielen zusammengearbeitet, nicht nur mit der Marketing GmbH, mit 39 Unternehmen und Institutionen, mit 15 Verbänden und Organisationen sowie 19 Organisationseinheiten. Die Verwaltung war umfangreich mit verschiedenen Ämtern darin beteiligt. Das finden wir erstmal vernünftig, dass hier so umfassend auf dieses Thema geschaut wird, auf eine Tourismusstrategie. Herr Kaden hat so ein paar Punkte der Vision genannt, aber sie lesen sich natürlich noch großartiger. Hier steht nämlich, Dresden ist 2030 die wichtigste und international strahlende Kultur-, Wissenschafts- und Wirtschaftsdestination zwischen Berlin, Prag und Wroclaw im Herzen Europas. Unter dem machen wir Dresdnerinnen das natürlich nicht. Ein großes Thema, die Nachhaltigkeit. Und in dem Maßnahmenpaket finde ich viele, viele gute Sachen. Und ich möchte jetzt mal nur die herausgreifen, die Frau Fieris jene ganz am Ende erwähnt hatte. Nämlich diejenigen Maßnahmen, die auch der Bevölkerung Dresdens durchaus wichtig sein können. Die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur steht dort als ein Ziel. Die Förderung des Radtourismus und, gut, dass wir gestern so schön den Haushalt beschlossen haben, es wird als wichtig betrachtet, dass die zeitgenössische Kunst und Kultur in der Stadt sichtbar und erlebbar gemacht wird. Es sollen Angebote für Bürgerinnen und Touristinnen miteinander verwoben werden. Es sollen viel mehr barrierefreie Angebote entwickelt, vermittelt und vermarktet werden. Im öffentlichen Räumen soll oder öffentliche Räume sollen in grüne Räume mit hoher Aufenthaltsqualität umgewandelt werden. Erinnere ich jetzt gerade an die Diskussion zu Burger. Innerstädtischer bezahlbarer und attraktiver Wohnraum soll unbedingt geschaffen werden. Und es soll die Einbeziehung in die Tourismusrelevanz der Stadtbezirke erfolgen. Etwas, was wir damals ja auch, als wir das in Auftrag gegeben haben, durchaus gefordert haben. Also viele gute Maßnahmen, nicht alle untersetzt finanziell, aber sie geben mir eine Zielrichtung vor, wo es hingehen soll. Dafür vielen Dank an die Kulturverwaltung, die hier dieses Konzept erstellt hat, in schwierigen Zeiten, aber es echt innerhalb eines Jahres zusammengebracht hat mit vielen, vielen Veranstaltungen. Wir Stadträtinnen und Stadträte waren mehr oder weniger dabei, weil ich glaube, manchmal waren die Termine für uns sehr schwer wahrzunehmen, weil sie auch im Vormittagsbereich lagen. Ja, die Linke stimmt dieser Vorlage zu. Damit ist die Fraktionsrunde beendet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich nicht sehen. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja. 51 Ja-Stimmen bei 3 Nein-Stimmen und keiner Enthaltung, damit so beschlossen.